Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief. Dieses Geräusch macht mich direkt. Mann! Ja, ich weiß, ihr habt das schon öfter von mir gehört und irgendwie scheint das ein dezenter Bug zu sein hier. Macht nichts. Ich habe etwas herausgefunden. Und zwar ist das, was ich da oben deaktiviert habe, wahrscheinlich der Mechanismus für die Falle an dieser Tür gewesen. Wahrscheinlich. Allerdings muss ich ja irgendwie... Moment mal, komme ich von da aus darüber oder kann ich hier hoch? Ich weiß nicht, ob ich hier hoch kann. Ich kann es mal versuchen. Ne, ich kann ja nicht hoch. Warum kann ich da nicht hoch? Weil ich hier hoch kann. Das heißt, ich müsste eigentlich auch darüber können. Nur wie? Oder kann ich von der anderen Seite da... Moment mal. Ich muss, glaube ich, da rein. Was war das noch gleich? Immer dasselbe. Nicht, dass hier schon wieder eine Falle ist. Ich bin auf alles gefasst. Auf fast alles. Ich habe übrigens gerade versucht, mich mit Skyrim abzulenken. War nicht unbedingt die beste Idee, habe ich dann gemerkt. Weil... Kleinen Moment, ich muss kurz meine Tür ein bisschen beimachen. Sonst nerv ich noch die Nachbarn. Skyrim war nicht unbedingt die beste Idee, weil wenn man in so einer Höhle zusammen mit Untoten und solchem Gefiechse landet, ist das nicht gerade förderlich, wenn man sich gerade versucht, von irgendwas Unheimlichem abzulenken. Ne? War jetzt nicht unbedingt so schlau. Aber, ja, gut. Soll man machen. Ist jetzt halt so. Hat irgendwie ja doch noch funktioniert. So halbwegs. Ich hoffe es zumindest. Dass ich jetzt nicht mehr ganz so schreckhaft bin. Ansonsten... Halte du Wache. Ich sehe mich mal um. Umsehen? Na, macht ihr mal. Ich schaue mich so lange hier oben weiter um. Aha. Die Erweckten. Das sah nach einem kleinen Büchlein aus. Egal. 11.05.418 NR. Die Herrschaft meines Großvaters war kurz, streng und überaus effektiv. Unter Samias wurde die Beschäftigung der Northcrests mit der Urkraft begründet, dennoch verkannte er die Energie, die er zu beherrschen trachtete. Ich bewundere seine Überzeugung und bedauere seine Unkenntnis. Samias Vermächtnis bedeutet, dass Harland den Erfolg erringen sollte, der mein Großvater verwehrt geblieben war. Aber statt die Sache voranzutreiben, wies sich Harland als planloser und undisziplinierter Lüstling der Jahrzehnte der Forschung verkommen ließ. Ich werde seine Fehler nicht wiederholen. Darum gründe ich die Erweckten, einen elitären Zusammenschluss von Wissenschaftlern, Mechanikern und Philosophen mit einem gemeinsamen Ziel, die vollständige Kontrolle über die Urkraft. Mit dieser Energie betreiben wir die Wiedergeburt der Stadt und begründen ein neues Zeitalter industrialisierter Aufklärung. Wir sind nur wenige, aber wir sind die Maschine. Lasst uns die alten Götter durch den Fortschritt ersetzen. Das klingt verdammt nach dem zweiten Teil von Dark Project. Also von Thief. The Metal Age. Wer die Spiele mal gezockt hat, kann das wahrscheinlich bestätigen. Das war auch so mit die Maschine ersetzt die Natur und bla, halt Fortschritt, Industrialisierung und der ganze Mist. Ne? Boah, die guckt so böse. Okay, irgendwie muss ich da hochkommen. Aber wie? Da könnte ich wahrscheinlich auch durch. Ist nur immer noch die Frage, wie. Kann ich hier hoch? Natürlich kann ich hier nicht hoch. Was war das denn für eine... Ah, hier aber. Doch nicht. Oh no. Oder? Komm schon. Oh, au. Hm. Hier? Aha. Aha. Gut, 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 gut. Das heißt, ich kann zum einen... Hoppala. Entschuldigung. Ich kann zum einen da längs und ich könnte da längs und jetzt kann ich mich nicht entscheiden, welchen Weg ich zuerst nehme. Ah. Ich gucke erstmal hier. Ach so, das ist der andere Weg. Ja, logisch.
Ich gehe einfach mal beide Wege und guck mal, wie weit ich komme. Ja, das war jetzt schlau, denn ich hätte auch da unten gehen können. Hier oben ist natürlich weniger Licht, aber da ich jetzt sowieso da runter müsste, ist das total wurscht. Ja. Toll. Okay, wieder zurück. Das hat ja wenig Sinn hier. Boah, guckt euch diesen Kronleuchter an. Halleluja. Das sieht echt gefährlich aus, das Ding. Ich meine, es ist ja schon gefährlich, wenn normale Kronleuchter runterfallen, aber das Ding? Autsch. So. Es sieht aus, als wäre hier jetzt auch noch so ein... Genau. Damit werde ich jetzt wahrscheinlich die Fallen ausschalten. Ich hoffe es zumindest. Ich habe mich schon einmal geirrt. Es könnte auch jetzt wieder der Fall sein. Deswegen speichern. Ah, Junge, ich spieße mich wahrscheinlich noch an den Dingern hier auf oder so. Okay. Würdest du bitte springen? Nein? In Ordnung, dann halt nicht. Hier aber. Ja, super. Okay. Hat funktioniert. Sehr schön. Oha. Eine noch größere Tür. Wer hätte es gedacht, wer hätte es gedacht. Ich habe Angst vor weiteren Fallen, ehrlich. Oh, so viele Türen. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Oh. Komme ich da oben auch weiter? Nee. Oh, da hinten schon wieder so ein Bild, ey. Ich bin gerade voll erschrocken. Mann, oh. Gut. Ah, hier muss ich ein Schloss knacken. Ist ja super. Oh. Das sieht aus, als würden hier Leute patrouillieren. Heißt also, hier gehe ich erstmal noch nicht rein. Gucken wir uns erstmal weiter um. Indem wir einfach jede einzelne Tür ausspähen und ich komme meinem Ziel mittlerweile schon wieder näher, wie ich sehe. 37 ist gar nicht so üb. Wenn man bedenkt, dass ich vor... Oh. Hm, interessant. Das sieht interessant aus. Es sei denn, es gibt da Dinge zu sehen, die ich eigentlich gar nicht sehen will. Kennen wir ja schon, ne? Okay, da ich nicht gemerkt habe, dass hier irgendwer... Ah. Das ist der Tresor, den ich suche. Fehlt nur noch der geheime Eingang. Privaten Studierzimmer. Finde einen Weg in den Geheimraum. Geheimraum? Okay, ich glaube, ich will das da mitnehmen. Mein Gott, muss der sich auch immer so hohe Ziele stecken? Ist ja Wahnsinn. Gut, dass ich hier in jeden Raum reingeguckt habe. Jetzt weiß ich zumindest, wo ich hin will. Immer noch 36 Meter. Okay, fallen? Nein, nein, sieht nicht so aus. Und es sieht auch nicht so aus, als würde jemand rumlaufen. Die können doch nicht den ganzen Flur hier unbeaufsichtigt lassen. Also bitte, wie fahrlässig ist denn sowas? Halte die Stellung, während ich mich umsehe? Nee, nicht umsehen. Ist alles gut, nur keine Panik. Falle? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Speichern. Und... Show must go on. Hallo. Oh. Das sieht so ein bisschen verwüstet aus da drin. Oh, da liegt ein Zettel. Ich glaube, den will ich haben. Aha. Brief des Verwalters. Sorry, dass ich jetzt wieder so viel durchlese hier, aber ich finde das durchaus immer ganz interessant. Da kann man ja auch neue Sachen erfahren. Annabelle, die Gerüchte haben gestimmt. Wir werden alle entlassen. Verzage nicht, das könnte sich als größter Segen unseres Lebens herausstellen. Die Probleme, die mit dieser Abriegelung ihren Anfang nahmen, werden Alldale erreichen. Wart's nur ab und wenn das geschieht, wollen wir nicht hier sein. Angeblich bereitet... Was? Angeblich bereiten einige Adlige bereits ihre Abreise aus der Stadt vor. Du solltest dir einen davon suchen und mit ihm gehen. Toll. Sag ruhig, dass du für den Baron gearbeitet hast oder verschweige, was sich im Manor abgespielt hat. Man wird deine Diskretion mit Sicherheit zu schätzen wissen. Leb wohl, Alexander Farnum. Wer auch immer Alexander Farnum ist. Was auch immer das außer Kraft setzt. Naja, wahrscheinlich wieder irgendeine Falle, die ich übersehen habe und in die ich wahrscheinlich in wenigen Minuten reingetappt wäre. Und mich dann wieder zu Tode erschrocken hätte. Wie üblich. Ja, da vorne.
Oder ich habe jetzt mal wieder die falsche außer Kraft gesetzt. Und was ist das da vorne? Das macht mir Angst. Ach, das ist nur ein Bär. Oh, ich höre hier die Flöhe husten. Ey. Es ist zum Mäusemelken. Was ist denn das hier eigentlich? Das sieht gut aus. Aha, wusste ich doch. Ah, da. Und. Komm, gib mir das. Da. Zack. Oh nein. Oh. Sieht aus wie die alte Familienkapelle. Die North Crests haben wohl wirklich keine Zeit für die alten Götter. Scheiße. Ich wollte hier doch noch gar nicht rein. Gibt's doch bestimmt auch 100.000 Fallen, als ob sie keine Fallen geben würde, Mann. Das ist doch... Okay, wartet. Ich muss erstmal... Gibt's hier sonst noch irgendwas zum Mitnehmen? Außer das hier? Nur das? Da? So? What? Muss ich da etwa dieses... Drehen? Anpassen? Ah, Moment mal. Ich glaube... Ja, ich glaube... Ich muss einfach nur das Muster hier vervollständigen, richtig? Sieht doch gut aus. Stimmt nicht? Na, gucken wir gleich mal. Ich gehe davon aus, dass ich das auf der anderen Seite auch noch machen muss. Ach nee, das muss genauso aussehen wie das hier, richtig? Oder... Ach nee, ah, okay. Es muss farbig sein. Oder... farblich passen. Hä, das funktioniert aber doch gar nicht. Oder doch? Wartet. So? Nein, das kann nicht sein. Rot. Rot gibt's auch hier. Aber dann sind die... Ach nee, das ist rot. Richtig. Schön. Haha. Okay, das habe ich schon mal auf. Interessant. Das heißt, das muss es auch hier irgendwie geben. In Farbe? Boah, man erkennt das ja gar nicht mehr. Was für ein Driss. Ich hätte mir das vielleicht merken sollen, ne? Okay, wartet. Ich glaube, ich muss mir das merken. Irgendwie. Blume, rot. Blume. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt merken kann. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Gerade wenn ich mich konzentrieren muss. Aber das sieht doch ganz gut aus eigentlich. Wo ist rot? Das könnte rot gewesen sein, oder? Oder war das rot? Gott, man erkennt das doch gar nicht mehr. Das ist jedenfalls nicht rot. Das ist schwarz gewesen. Dann müsste das rot gewesen sein. Ich mache hier totalen Bullshit, kann das sein? Das hier müsste auch rot sein. Das ist aber nicht rot. Das hier könnte es gewesen sein. Schwarz? Waren die Viecher schwarz? Wartet. Ui. Ah. Fokus? Meint ihr, ich könnte da mit dem Fokus ran? Bingo! Ich hab's! Ich muss nur noch das oberste verschieben, richtig? Das oberste. Das stimmt noch nicht. Yes! Baby! Gib mir das! Oh, sieht das gut aus. Schön, schön. Die ganze Zeit dachte ich, der Baron hat kein Herz. Und hier ist es. Tut mir leid, Northcrest. Das könnte jetzt wehtun. Oh Gott, ist das gut. Das fühlt sich gut an, Baby. Das fühlt sich gut an. Jetzt könnte ich von mir aus auch gerne hier raus, aber ich glaube, Garrett will das noch nicht. Würde... Oh, jetzt muss ich, um hier rauszukommen, das Ding wieder aktivieren hier. Komm, komm. Ah, da. Okay.
Sehr cool. Wirklich sehr cool. Oh. Hui. Okay, das hättet ihr euch auch jetzt... Ah, die Falle. Okay, ich muss ganz kurz... Ganz kurz... ja, okay, ich habe sie noch nicht außer... Aber wie soll ich denn... Da vorne könnte ich hoch. Allerdings bringt mir das... Warte, muss ich hier rein? Kann ich hier rein? Kann ich hier was... Da ist wieder eine Falle! Verdammte Hacke, wie soll ich das denn machen? Schloss knacken. Das könnt ihr doch vergessen. Ich werde sterben. Ich werde sterben, nur weil ich hier diesen dämlichen Fallen nicht außer Gefecht setzen kann. Okay, wartet. Will ich hier durch? Will ich hier durch? Okay, hier ist Licht. Mhm. Licht finde ich gar nicht so übel. Okay. Oh, nein. Links bitte. Warte, jetzt kann ich doch mal mit dem... Ups. Nee, irgendwie... Finde ich, hat das keinen Sinn. Ich finde das so viel einfacher, als wenn ich jetzt diesen Fokus dafür benutzen würde. Finde ich total... Oh, 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 Angst, Angst, Angst. Hui. Das war gut. Pennt da jemand? Nein. Oh. Hier glitzert so viel. Hier gibt es so viel zu holen. Okay. Gut. Ich weiß auch nicht, warum dieses Spiel so eine düstere Atmosphäre bevorzugt. Ich bevorzuge die, ehrlich gesagt, nicht. Nein, das ist nur ein... Ach, Mann. Ja, okay, jetzt haben wir gespeichert. Alles wunderbar. Sehr schön. Jetzt lass mich hier raus. Wobei, hier ist doch eigentlich ganz hübsch, so mit dem Mondlicht und, so. Ich glaube, nach dem Raum hier muss ich auch schon wieder, Schluss machen mit dem Part. Lief doch aber ganz gut eigentlich dieses Mal. Ich habe das Herz des Barons. Ah, da ist noch was zum Vorlesen. Vorlesen finde ich immer schön. Hallo. Was auch immer du bist. Büste des Barons. Will ich sowas haben? Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hallo. Unfruchtbarkeit, das finde ich ja erstmal interessant. 28.09.481, genau. 841 NR. Mein Ersatzarzt hat nervös angedeutet, meine Lenden könnten ausgetrocknet sein. Ich habe den Idioten wegen seiner lächerlichen und antiquierenden Umschreibung von Unfruchtbarkeit sofort entlassen, obgleich er mit seinem blumig vorgebrachten, Diagnose durchaus recht haben mag. Ich weiß, dass die Urkraft die Schuld daran trägt. Die Energie lässt meinen Körper schon seit einiger Zeit beschleunigt altern. Hanfield hat geschlussfolgert, dass direkter Kontakt mit der Urkraft enorme Auswirkungen auf Geist und Körper nach sich zieht. Sie ist vergiftet und vergiftet nun im Gegenzug uns. Ich bezweifle, dass Hanfield dieses Jahr noch überlebt. Nach den zahlreichen Berichten über Krankheit und geistige Ausfallerscheinungen in der Bergfried-Verwaltung habe ich befohlen, den Tresor zur Aufnahme des größten Teils des Urkraftsteins umzubauen. Vielleicht kommen die negativen Effekte so weit über der Stadt nicht zum Tragen. Einige drängen mich, die Arbeit einzustellen, aber das wird nie passieren. Wenn ich jetzt aufgebe, wäre das all das jedes Opfer umsonst gewesen. Was für ein Held! Das heißt aber wahrscheinlich, dass mit Aaron dank dieser Urkraft jetzt auch einiges passiert. Hier ist so ein Scheißbild. Zum Fürchten die Kacke. Oh. Wieder vereint. Ach, schon wieder ein Dokument. Okay, kleinen Moment. Das lese ich gleich. Ich will erstmal noch diesen kleinen Brief da auf dem Kamin holen. Ich glaube, das war es ja auch von Mitnehmseln. Versenkter Brief? Wollte den jemand verbrennen? Versenkter Brief. Sir, mir ist bewusst, dass ihr in diesen angespannten Zeiten sehr beschäftigt seid, aber ich muss wirklich mit Nachdruck um weitere Zahlungen ersuchen. Euch sollte bewusst sein, dass ihr Zustand sich nicht verbessert und die Opium-Tinktur nahezu verbraucht ist. Der vorherige Arzt war ebenfalls der Ansicht, dass es nur noch eine Frage von Wochen ist, bevor sie
Der Rest des Briefs ist bis zur Unleserlichkeit verbrannt. Verstehe, ich glaube, der gute Baron nimmt zu viel Opium. Ach ja, da war ja noch was. Dokumente? Ja, gib mir. Kapitel 6. Warte, da war doch irgendwas noch mit wiedervereint, oder nicht? Baron Northcrest. Wiedervereint, da ist es doch. 12.04.839. Aldous zu finden war einfach, aber ihn zu rekrutieren gestaltet sich weitaus schwieriger. Doch schließlich nahm er Vernunft an und schloss sich den Erweckten an, obgleich sein Zögern mir einiges Kopfzerbrechen bereitete. Weiß er die enorme Chance nicht zu schätzen, die ich ihm zum Geschenk gemacht habe? Die Vergangenheit lastet schwer auf vielen von uns. Doch sein Gespür für die Urkraft ist unverzichtbar. Die Prozedur zur Nutzbarmachung der Energie erfordert ein außerordentlich hohes Maß an innerem Gleichklang. Aldous ist ein Northcrest und nur er kann mir in dieser Sache behilflich sein. Sobald er seinen Zweck erfüllt hat, werde ich unsere Beziehung einer erneuten Beurteilung unterziehen. Verstehe. Und jetzt kann ich hier hoch. Höhö. Kann ich irgendwie nicht. Weil irgendwie komme ich da ja nicht ran. Ah! Die sind hier lustig. Wie soll ich denn da rankommen? Das geht doch gar nicht. Kann ich das Ding irgendwie verschieben hier? Das wäre gut. Ich bin mir nicht ganz bewusst, wie ich... Ja, ich merke schon. Ich komme da nicht ran. Aber wie zum Henker soll ich denn dann hier weiterkommen? Ah, da oben ist noch was. Falle? Nein. Gib mir das. Ich würde das gerne mitnehmen, Dankeschön. Gibt es hier noch irgendwas, was ich tun kann, wo ich weiterkomme? Nein. Heißt aber, ich muss irgendwie muss ich doch darüber kommen, verdammt. Vielleicht, wenn ich schnell bin? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Oder kann ich hier hoch? Da? So? Hier? Nein? Natürlich nicht. Wäre ja auch Blödsinn. Aber da oben ist doch dieses... Ich muss doch da hinkommen, irgendwie. Nur wie? Fokus? Schon klar, ich kann das Ding immer noch benutzen, aber wofür? Ja, super, danke. Ah, Moment. Nein, aufmachen. Vielleicht kann ich ja auf der Tür gehen. Kann ich auf der Tür stehen? Nein, kann ich offensichtlich nicht. Moment. Vielleicht... Na, hätte ja klappen können. Wie auch immer ich auf diese wahnwitzige Idee gekommen bin. Ich verstehe es nicht. Ehrlich gesagt, verstehe ich es nicht. Ja, ich kann das Ding benutzen, ich weiß, aber ich habe keine Ahnung wie. Keinen blassen Schimmer. Vielleicht kann ich ja... den Kamin und dann? Ich weiß nicht. Ich versuche mal was rauszufinden. Ansonsten, ich muss auch jetzt gerade diese Folge schon mal beenden. Ich überlege in der nächsten Folge weiter, wie ich da eventuell hochkomme. Ansonsten wünsche ich euch schon mal noch einen schönen Abend. Bedanke mich sehr herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ruhig mal eine Bewertung da. Und einen Kommentar, wenn ihr möchtet, und abonnieren nicht vergessen. Schaut auch unten in die Videobeschreibung, da sind immer wichtige Links drin. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!